Nein! Ich hatte zum Glück schon ein Schiff gebaut. Nein! Kevin, ich habe ein Riesenproblem! Was ist denn jetzt los? Ich kann keine Schiffe mehr bauen! Wieso nicht? Weil ich kein. Ich kann nicht mehr genug Einfluss. Ich habe keinen Einfluss? Du hast null Einfluss. Hä? What? Why? Das ist ja fast noch schlimmer als meins. Not gonna lie. Ey, das ist aber ein Riesenproblem. Ja, wirklich. Also, es ist auch. Ich würde sehr gern wissen, womit ich jetzt anfange. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich möchte gern diesmal ein bisschen Fortschritt in meiner Bevölkerung sehen. Also ich weiß, dass du in einer der letzten Folgen dich noch, also was heißt beschwert, aber gemeint hattest, dass zu wenig Progress in deiner Bevölkerung zu sehen ist. Obwohl ja, genau. Wir immer weiter am Machen sind, am dies und das, aber trotzdem siehst du zu wenig Bevölkerungsentwicklung, meintest du zumindest. Genau, aber die ziehen auch gerade aus hier, meine Einwohner. Das könnte vielleicht daran liegen, dass das Haus hart überbelegt ist mit 72 von 77. Oder sind das 67, 68? Nee, ich verstehe es nicht. Gut, ihr habt nicht... Also ich habe ein Problem mit Dampfwagen, mit Post und mit Phonographen habe ich auch gerade gesehen, war es knapp. Also drei äußerst komplexe Warenketten, die bei mir gerade am struggeln sind. Ich habe schon keinen Bock mehr. Lass mal aufhören, Kevin. Okay, tschüss. War schön, aber auf schön war's, ne? Danke fürs Reinschalten. Hat mir Spaß gemacht. Oh, shit. Na gut, dann spucken wir mal in die Hände und gucken mal, was wir da machen können. Ich glaube, ich wollte tatsächlich... 75. 74. 73. Mein Rum ist gerade gleich auf 0. Dabei habe ich da letztes Mal... Und die hoch... Menschen lassen sie hochleben. Okay. Ich weiß noch genau, was ich beim letzten Mal am Ende gesagt habe, was ich tun muss. Ich muss meine Warenketten fixen. Und... Okay. Ich sehe, dass ich das wirklich muss. Ich habe fast keine Brillen mehr. Mein Rum ist fast auf Null. Meine Hochräder gehen stark runter. Kekse habe ich keine mehr. Schmuck geht schon wieder runter. Sekt geht runter, wo ich aber keine Ahnung habe, wo ich den her habe. Phonographen, Dampfwagen. Also eigentlich wäre ich jetzt schneller gewesen, wenn ich euch erzählt hätte, wo es gut aussieht. Ja gut. Aber ich weiß, dass ich Rum am Ende des letzten Streams oder gegen Ende des letzten Streams angepackt habe und ich versuche jetzt da erstmal ein bisschen was auszusitzen und gucke, ob das Problem wirklich bleibt und widme mich stattdessen, ich glaube, den Brillen. Wie sieht's denn bei dir aus, Kevin? Was sagt denn dein Word-Dokument zu deiner heutigen To-Do-Liste? Ich habe das Word-Dokument gar nicht aufgemacht. Ich sehe da oben eine Bilanz von minus 15.000 und dann... Okay, ja. Das hart. Und guck mir so meine Warnketten und denk mir so, aber wieso? Es passt doch. Ja, ist ja alles offensichtlich. Da. Zumindest in der alten Welt ist alles da. Okay. Was ja auch nicht standardmäßig so ist. Nee, da hat er immer gearbeitet. Das habe ich anscheinend gut gefixt. Props gehen raus an mich selber. Naja, dann geht's doch bei dir aufwärts, auch wenn es noch nicht so aussieht. Das Ding ist, ich brauche, glaube ich, Messing. Messing ist das, wo ich echt wenig habe. Und wo ich auch gerade gar nicht weiß, wo ich das noch abbauen kann. Ich hatte doch irgendwo noch... Hier, Braufeld, da gab's doch noch Minenbauplätze. Was habt ihr so für Minenbauplätze? Steinkohle, Eisen, volles Lager, Eisen, Zink, Zink, Zink. Zement. Oh, hier oder nirgendwo. Eisen. Steinkohle. Jetzt muss ich mal gucken. Alles klar, Messing macht man ja. It was at this moment that he knew. He fucked up. Messing holt man ja auch nicht aus einer Mine, das ist ja eine Legierung. Ja, ich brauch Kupfer und Zink, da war ich ja gar nicht so weit weg, Mensch. So, die Messinghütte verbraucht Attraktivität, das heißt, die will ich nicht in Workers Refuge sehen. Aber, das heißt, ich muss ja Zink und... Was war's? Kupfer? Auf irgendeiner anderen Insel jetzt abbauen, ich glaube Braufeld. Und dann baue ich hier einfach Messing...
Nee, warte mal, hier. Wir haben hier kein Kupfer und so gut wie kein Zink. Das heißt ja, der Zink wird abgeholt. Aber wohin? Sand hier, Zink. Aber das kann doch nicht... Das wird von Braufeld nach Bethlehem gebracht. Guck mal doch mal in Bethlehem, wie es hier aussieht. Nicht sehr viel Zink, dafür aber eine ordentliche Menge Kupfer. Und haben wir denn hier eine Messinggießerei? Jede Menge. Haben wir hier auch Messing? Nö. Lol. Wie viel Messing brauchen die bitte? Zestrage ist real, lieber Gavin. Nicht nur bei dir, nicht nur bei dir. Was tragelst denn du gerade? Bier. Bier? Okay, das ist bitter. Da bin ich ja ganz froh, dass das nicht mein Struggle ist. Aber Bier in der neuen Welt. Nicht in der alten. Da habe ich 830 Tonnen. Okay. Ich weiß aber nicht, also... Aber kann eigentlich keine Bilanz von L-11.000 machen, nur ein bisschen Bier, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht ja doch, ne? Das wäre schon heftig. Aber es ist... Ich würde sagen, fix ist einfach. Schaden wird's nicht. Naja. Selbst wenn es von den 11.000 am Ende nur 3.000, 4.000 fixt, ist es immer noch besser als... Nicht. Ja, ja, klar. So, ich habe hier eine Insel mit einem Zink vorkommen. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Eisen, Zink, Steinkohle, Zink, Eisen, Steinkohle. Auf der Insel hätten wir zwei. Steinkohle, Zink, Steinkohle, Zink. Die ist gut, die ist gut. Und da wird Kevin nicht mal sauer sein, wenn ich die nehme. Welche denn? Die komplett kleine Insel südlich von Pepper's Paradise. Also quasi fast im ganz... Im südlichsten Zipfel der Karte in der alten Welt. Also die zweitsüdlichste Insel. So, jetzt habe ich's. Na gut, dann nehmen wir die Insel. Und gönnen uns Zink, würde ich sagen. Habe ich noch... Red Eastern finde ich ein bisschen Overkill, um... Na gut, wir können sie erstmal nehmen zum Besiedeln. Dann kennt ihr das Spiel ja schon. Ich baue erstmal ein Schiff. Nein! Ich hatte zum Glück schon ein Schiff gebaut. Nein, Kevin, ich habe ein Riesenproblem. Was ist denn jetzt los? Ich kann keine Schiffe mehr bauen. Wieso nicht? Ich kann nicht mehr genug Einfluss. Ich habe keinen Einfluss? Du hast null Einfluss. Hä? What? Why? Oh Gott, das ist wirklich... Das ist ja fast noch schlimmer als meins. 200 Einfluss für Handelsschiffe. Hä? Das ist ja fast noch schlimmer als meins. Not gonna lie. Ey, das ist aber ein Riesenproblem. Ja, wirklich. Also, ist es auch. Ey, das ist ein riesendickes Problem, was ich jetzt habe. Das hatte ich ja noch nie in Anno. Machen wir jetzt? Dann muss ich halt doch meine Great Eastern nehmen, bis ich rausfinde. Ich gebe zu, dieses Einflusssystem, ich habe es bis heute nicht hundertprozentig kapiert. Also, das ist für mich ja, immer ja, noch schon, ein Buch, aber... Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass ich einfach so gottlos gut bin, dass es mir nie an Einfluss mangeln wird. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, quasi. Ja, ja. Aber dass ich damit jetzt so aufs Maul fliege, hätte ich nicht gedacht. Holy shit. Ich muss doch irgendwie Einfluss verdienen und das wird ja wahrscheinlich nicht passieren durch Schiffe. Benötigte Investition brauche ich noch 64. Aber wie investiere ich in Handel? Investorenhäuser. Ach, ein Hallo ist wieder unterwegs. Ja, okay, die kriegst du hin. Naja gut, aber wie kriege ich... Also ich kann doch jetzt keine Investoren aufsteigen lassen, wenn jetzt schon meine Warenketten am Zusammenklappern sind. Das geht ja nicht. Jupiter. Oder sind jetzt einfach so viele ausgezogen, dass ich... Jetzt ziehen sie wieder ein. Wild. Leute, es ist echt wild. Verstehe ich nicht. Also ich wäre nicht böse drum, wenn dieses Einflusssystem in Pax Romana rausfliegt. Sie müssen es nicht mal überarbeiten, sie können das gerne irgendwie einfach rauskicken. Ich finde, wenn ich ein Schiff brauche, sollte ich ein Schiff bauen dürfen. Jetzt hast du es ja doch angesprochen schon. Naja, es ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen. Ich verurteile können wir ja eigentlich schon fast, ne? Also, ich bin ganz ehrlich...
Ich fange jetzt einfach mal schon an, ja, weil ich ja, bin ja, gerade schon so weit, dass ich drüber reden kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wie es ihr im Chat hier seht oder wie es Matze dann sieht, ich finde, dass Pax Romana ein gutes Anno werden kann, ist nur dann möglich, wenn es ein komplett neues Anno wird. Also ich finde, es wäre wichtig, dass wir von dem Alten nicht so viel bis fast gar nichts übernehmen. Weil sonst ist, glaube ich, es zu sehr nach dem Motto, naja, das haben sie da übernommen und das ist, hätten wir nicht gebraucht. Und dann lieber was ganz Neues und sagen, okay, das hat jetzt nichts mehr mit dem Alten zu tun. Ihr müsst umdenken. Das ist jetzt was ganz Eigenes. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Und hat Anno ja auch vielmals gemacht. Also, ich, klar, ne, es geht immer um Aufsteigen und um Bevölkerungsgruppen und dies, das, Ananas. Aber, also ich erwarte schon, dass das jetzt ein komplett neues Ding nochmal wird. Wird es ja sowieso, schon alleine aufgrund der des neuen Zeitalters. Ja, also Rom ist jetzt nichts extrem Neues grundsätzlich bei Strategiespielen. Also Rom haben wir schon 10.000 Mal gesehen, muss man auch ehrlich sagen. Aber es ist natürlich, es ist was Anno noch überhaupt nicht hatte. Und ich sage, freue ich mich auch ein bisschen drauf. Also es ist richtig schön, ein römisches Reich nochmal hier hochziehen. Da habe ich, also vom Setting her bin ich da sehr zufrieden bis jetzt. Die Entwickler halten sich ja komplett bedeckt. Und ich finde es immer ganz lustig, wenn ich so ein bisschen versuche, bei Twitch oder YouTube irgendwo so ein bisschen rauszukriegen, was so gewollt ist. Oder ein extra, egal ob irgendein Entwicklerstream geguckt wird, ich glaube, Maurice Weber hatte da mal was geguckt, Writing Bull hatte da mal was geguckt, also jeder hat so ein bisschen seine speziellen Kontakte zu den Entwicklerteam von Anno. Aber jedes Mal wird darauf hingewiesen, es gibt kein Gameplay. Also da halten es echt gut hinterm Berg und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Ich finde es nicht bad, dass die absolut noch gar nichts liegen. Weil, ne, man hofft, dass sie das so gut spielen lassen, also von Leuten durchspielen lassen, die auch ein bisschen Erfahrung haben, dass es am Ende was wird. Aber dadurch, dass wir natürlich nicht so viel sehen, können wir auch, ist alles noch sehr große Spekulation. Naja, Matze ist struggling, ich sehe es im... Ich kann nicht mal ein Kontor bauen, Kevin. Ich kann nicht mal ein Kontor bauen. Ich habe nichts, was ich gerade machen kann. Und ich überlege, was ich mache. Weil ich kann ja doch jetzt nicht meine Investoren aufsteigen lassen. Das Einzige, was ich gerade so als Möglichkeit sehe, ist zu warten, bis der Zeitungseffekt nachlässt. Dann kriege ich 55 Einfluss von meiner Propaganda zurück. Aber ich verstehe dieses Prinzip nicht. Also, wieso habe ich denn hier... Wieso muss ich denn Einfluss investieren, um Zoo-Module zu bauen? Wieso kriege ich dafür denn nicht Einfluss, weil ich einen geilen Zoo habe? I don't get it. Also ich kann nichts machen gerade. Ich kann nichts machen, um meine Warenprobleme zu fixen. Gar nichts. Das ist ein kompletter Bummer. Ich kann maximal erstmal eine andere Warenkette fixen, für die ich irgendwas bauen kann, wo ich schon eine Insel habe. Das ist eine Möglichkeit. Aber sonst besteht ja keine... Ich weiß, was du theoretisch noch machen könntest. Ja, quitten. Schiffe zerstören. Ja, das habe ich mir auch tatsächlich ernsthaft überlegt, aber ich sehe es nicht ein, meine Kriegsflotte zu zerstören, weil die war ja auch nicht ganz billig. Kann ich das umgehen und mir ein Schiff kaufen? Nee, ne? Das wäre wahrscheinlich. Nee, kostet auch Einfluss. Ach komm, halt's Maul. Also so in der heftigen Sackgasse war ich ja noch nie in Anno. Und ja, ich werde auch meine Gedanken zu Pax Romana gleich noch ein bisschen sortieren, aber ich muss jetzt hier tatsächlich erstmal... Ich muss jetzt erstmal... Klarkommen. Mein Problem lösen, genau. Das tut mir jetzt sehr leid für die Leute, die jetzt die YouTube-Recap-Folge schauen. Also meine hochheilige Entschuldigung geht raus, dass ich das jetzt stücke und ihr dann wahrscheinlich erst in 3-4 Wochen meine Meinung zu Pax Romana hört. Aber wenn ihr Glück habt, dann gibt's da vielleicht schon Gameplay. Ja. Bis dahin. Also, hä? Okay, gehen wir einfach mal weiter. Wir müssen es ja so nehmen, wie es ist. Also, Brillen stehen auf Eis. Dann probieren wir es doch mal weiter mit Hochrädern. Was brauchen wir denn für Hochräder? Da brauche ich Gautschuk und Eisen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich weiß, woran es liegt. Und es ist nicht das Eisen.
Ah nee, Stahl meine ich natürlich. Ja, ich habe recht. Es ist Kautschuk. Genau, Kautschuk habe ich nämlich solide 0 Tonnen. So, und da hängt ja auch ein riesen Rattenschwanz dran, weil, wie gesagt, über Hochräder und so weiter... Ah, warte mal, hier unten habe ich noch Schiffe. Was seid denn ihr? So, ihr seid Handels... Kautschuk. Wieso heißt denn du Kautschuk? Okay, ich hatte schon irgendwas geplant. Ich hatte schon irgendwas geplant. Ja, ja, das Schiff heißt Kautschuk. Das ist ein eindeutiger Hinweis. Aber der nimmt ja hier auch ab, der Kautschuk. Hier hätten wir Kautschuk-Fruchtbarkeit und jede Menge Platz. Das ist gut. Hier haben wir auch Kautschuk-Fruchtbarkeit und fast keinen Platz. Hier noch ein kleines bisschen. Baumwolle, Zuckerrohr. Baue ich überhaupt schon Kautschuk an? Weil wenn nicht, wäre es ja Quark. Mais, Zuckerrohr. Elektrifizierte Weide. Klingt brutal, ist aber so. Baumschule Kokosöl. Ne, hier baue ich, glaube ich, keinen Kautschuk an. Hier baue ich Kautschuk an und hier habe ich noch Platz. Die Insel gehört mir schon und ich hoffe inständig und bete zu den Anuk-Göttern, die mich heute hassen, dass ich nicht für eine Kautschuk-Plantage Einfluss brauche. Nee, brauchst du nicht. Ja, Gott sei Dank. Kostet auch nur 10 Arbeitskraft. Das heißt, ich könnte theoretisch noch 12 Kautschuk-Plantagen hinratzen. Hashtag Gönnung. Oh, Jungs, ey. Tja. Das ist doch das Bier. Artet ja fast in Arbeit aus hier jetzt schon zum frühen Morgen. Na gut, dann baue ich hier jetzt erstmal gottlos Kautschucker rein. Was ist das? So, Kevin, guck mal ins Stream. Ich brauche mal deine Expertise. Ich hab da ja was gebaut. Meinst du, dass der Weg hier mit dem verbunden ist? Eigentlich, ich habe gerade geguckt, wie der kommt ja nicht über die Brücke an sich drüber. Weil der muss ja um den... Nee, komm, also, ich rupp nee, das... Nee. Ja, nee, klar baust du gleich beide Brücken ab, ne? Weil ich habe ja einen Holzscheißer, gönn dir. Nee, meinst du, das war's nicht? Nee, das wär ich schon. Ja, ich weiß, hier fehlt ein Lagerhaus, hört auf rumzuheulen, baut doch erstmal was an, bevor ihr hier... Gleich am Rumnörgeln, weißt du? Da brauche ich aber ein Lagerhaus, Kollege, so geht es nicht. Wie viel hast du denn schon produziert? Nee, nicht. Aber hypothetisch brauche ich es dann. Wieder die Brücke abgerissen. Wir haben eine Übereinkunft. Oh, Fortune. Wenn du mir heute dumm kommst, ne, dann erkläre ich dir, so bar mir Gott helfe den Krieg. Oh, I like. Fortune! Ah, nee, das Ding ist, das kann ich nicht machen, weil dann bricht ja meine nächste Handels... Beziehung. Naja, zusammen. Auf die eine mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an. Wow! Okay! Ich wusste ja gar nicht, dass. Wow! Was sag mal dazu? Also, aber du siehst, Kevin, ja. Die Probleme in Anno sind ultra vielseitig. Ne? Es bringt mir gerade nichts, dass ich im Geld schwimme und eine Bilanz von plus 80k habe. Nichts. Ne? Nee. Also rein auf dem Papier, ne? Der Krischan würde sagen, ich habe gut gewirtschaftet. Aber es ist nicht so. Ich bin irgendwo der falsch Krischan abgebogen. Ne? Ich hätte bei den Schiffen wahrscheinlich nicht diesen hier machen sollen die ganze Zeit. Hast du da kurz reingelindert? Ein Schnickschnack Vollkühlschiff, dies, das? Nee, nee, das war nicht klug. Rückwirkend betrachtet. Na gut. Was kostet denn hier so eine Kautschuk-Plantage eigentlich? Nur Holz? Nur Holz. Okay, dann nehme ich jetzt einfach mal ehrenlos viel Holz mit hier runter und dann wird die Insel zum Tode abgekautschuckt. Dann hoffe ich, deswegen meine Hochräder wieder gefixt sind, weil dann kann ich auch wieder mein Im- und Exportsystem mit Captain Morris auf Vordermann bringen. Was, glaube ich, auch einige Warenprobleme wieder löst. Aber hey! Wisst ihr was? Jetzt, wo ich gerade auf mein Schiff war, da habe ich tatsächlich ein paar freie Spitzen. Das heißt, ich kann ein bisschen ausschweifen in Richtung Pax Romana. Ich hätte mich über Japan als Setting sehr gefreut. Wäre auch was Unverbrauchtes gewesen, aber... Ja. Ich gebe zu, ich glaube, das kann richtig geil werden, das Anno. Auch wenn die Antike nicht hundertprozentig mein Favorite-Setting ist. Ich weiß nicht, ob ich damit warm werde, aber...
Ich lasse mich überraschen. Ich sehe es nicht ganz so extrem wie Kevin. Ich glaube nicht, dass sie die Anno-Formel komplett über den Haufen werfen müssen, damit es ein gutes Spiel wird. Ich denke, so bei den Basics sollten sie schon bleiben. Ja. Ne? Aber wir wissen ja schon so ein paar Sachen. Also ich finde es zum Beispiel sehr interessant, dass es von Anfang an zwei Regionen gibt. Das ist ja bei 1800 auch so gewesen. Aber du kannst in beiden Regionen anfangen. Ne? Du musst nicht im Römischen Reich anfangen zu siedeln. Du kannst auch in der in Großbritannien, wie heißt das? Wie hieß das damals, Kevin? Du bist doch hier Geschichte. Wie hieß denn das? Ich weiß nicht, in welcher. Wie hieß denn dieses britische Reich? Egal. Ihr wisst, wenn ich Großbritannien sage, wisst ihr alle, wo ich meine. Ne? Auch da kann man anfangen zu siedeln und quasi später erst nach Rom gehen oder gar nicht nach Rom gehen, ist auch möglicherweise eine Option. Und das finde ich tatsächlich relativ geil. Weil wenn wir dann unseren Plan nochmal so aus dem Hinterkopf vorholen, dass wir ja eigentlich ein Koop-Spiel machen wollten, wenn wir Anno Pax Romana in der Hoffnung, dass es Multiplayer gibt, muss man ja auch immer dazu sagen, dass wir ein Koop-Spiel machen wollten, dann fände ich es richtig gut, wenn einer in der einen Welt anfängt, der andere in der anderen Welt. Weil dann könnte man parallel einfach beide Welten schon aufbauen. Ich glaube, das hat richtig fett Potenzial. Also, da könnte man also voneinander profitieren oder auch nicht, aber... ja, also ne? ich sehe das tatsächlich als positiv und ich hoffe, dass es... Also ich hoffe, dass sie nicht komplett übertreiben mit neuen Sachen. Ich will schon Neuerungen haben, aber sie müssen von mir aus nicht das ganze Konzept neu erfinden. Ansonsten ist es echt ultra schwierig, da wirklich eine fundierte Meinung dazu zu haben, weil es bis jetzt echt wenig Infos gibt, ne? Ja, ja. Also das ist so ein bisschen, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt oder den Eindruck, dass Blue Byte das Spiel eigentlich noch nicht vorstellen wollte. Ubisoft aber gesagt hat, doch, macht mal bitte. Haben da, weiß ich nicht, Aktionäre, die Bock haben, was zu hören. Mhm. Deswegen gab es zumindest schon mal die Ankündigung und mehr aber noch nicht. Also, Mittagspause? Nee, es ist noch nicht Mittagspause. Es ist mitten in der Nacht. Was ist mit dir? Arbeite jetzt, du faule Stück. Ich habe doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. Ja, das Einflusssystem muss auf jeden Fall weg. Es passt. Gut, es würde auch ins Römische passen. Brauchen wir. Das ist, glaube ich, ungefragt. Passen wird es definitiv, ja. Aber ich hoffe nicht. Also, wenn sie es schon beibehalten, dann hoffe ich wenigstens, dass es überarbeiten. Massiv. Weil so wie es jetzt ist, finde ich es nicht gut. Ich hätte aber nicht gedacht, dass uns das irgendwie mal zum Verhängnis wird, not gonna lie. Na, dir nicht. Du hast ja irgendwie, keine Ahnung, also dein Einfluss, wahrscheinlich gibst du einfach nie Einfluss aus. Das ist dein Trick, ne? Kann wirklich sein, ja. Das kann, also vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass du weniger Einfluss ausgegeben hast und dafür halt jetzt, keine Ahnung, in der Bilanz hinterher hängst, vielleicht hat das miteinander zu tun, ich weiß es nicht. Es wäre übelst cool, wenn man Einfluss teilen könnte. Es würde auch gut passen, ne? Du hast mir Geld gegeben, ich gebe dir Einfluss, ja. Alles. Ne, das, ja, es würde ja auch durchaus Sinn ergeben. Also das könnte man ja zum Beispiel im Sinne einer Bürgschaft zum Beispiel machen, ne? Dass man sagt, ja, der Typ, der halt extrem viel Einfluss hat, verbirgt sich für mich. Also kann ich auch was von seinem Einfluss ein bisschen profitieren. Es würde jetzt lore-mäßig, würden wir das, glaube ich, hinkriegen. Lore. Aber ansonsten, es ist ultra schwer zu sagen, ob Pax Romana jetzt nun gut oder nicht gut wird, weil, wie gesagt, dafür sind einfach noch zu wenig Infos raus. Es kann alles werden.